Happy birthday, Christina. Happy birthday to you. Dankeschön. Ach, herrlich, ja, ich genieße es. Ich nehme an. Alles Liebe und Gute zu deinem whatever. Happy birthday. Danke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay. So, das musste jetzt sein, weil wenn sich die Dame schon die Zeit nimmt, heute an ihrem Geburtstag dabei zu sein, dann können wir noch um ein kleines Liedchen singen. So, jetzt mache ich euch alle wieder stumm. Ja, so ist es bei dem Right Voice, wird man stumm gemacht oder auch nicht. Okay. So. Nein, in erster Linie geht es ja heute um das Thema, ja, Sichtbarkeit und vor allen Dingen auch Multilevel-Marketing, weil ich in der letzten Zeit immer öfters darauf angesprochen worden bin, kann ich denn auch diese Right Voice for You Tools auch für mein Multilevel-Marketing benutzen oder für mein Business oder für meine Kurse oder meine Produkte, die ich verkaufe? Ja, you can. Und ich möchte da halt auch ein bisschen spezifischer drauf eingehen, wie man das machen kann. Und ich bin natürlich auch ganz gespannt auf eure Fragen, die ihr habt. Und ich möchte euch bitten, all die, die sich noch nicht sichtbar gemacht haben. Und zwar, es gibt da unten so ein kleines Kamerazeichen. Das könnt ihr dann einschalten. Weil ich finde es immer schön zu sehen, wer ist denn da? Und vor allen Dingen, wir wollen ja sichtbar werden und zeigen. Und zwar für was auch immer, ob es für den Right Partner ist oder ob es für ja noch mehr Kohle ist oder für Teampartner, was ja heute so ein bisschen der Schwerpunkt ist. Und jetzt möchte ich mal fragen, wer von euch ist denn überhaupt im Network Marketing irgendwie oder Multilevel Marketing irgendwie zu Hause? Und wenn ja, dann einfach mal die Hand heben, damit ich mal sehen kann, wer denn da was zu tun hat. Okay, cool. Also es wird jetzt nicht ausschließlich um das Multilevel oder Network Marketing gehen, sondern einfach so ein paar Spielmöglichkeiten, wie ich im Prinzip ja diesen Kreationen beitragen kann. Man kann das aber auch gut für andere Businessmodelle benutzen. Wenn ihr Fragen habt, das muss nicht unbedingt nur jetzt der Spezialbereich sein, es darf auch was anderes sein, einfach nur Fragen. Also, ich fange jetzt erstmal an mit der Geschichte, mit dem Multilevel-Marketing, weil es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die auf dem Markt sind und vieles ist interessant. Und was ich dann natürlich jetzt in erster Linie euch raten möchte, ist, wie generell erstmal alle Erwartungen, Projektionen, Ansichten, Schlussfolgerungen, Bewertungen, Limitierungen, Ansichten von mir, von dem, der mich vielleicht einschreiben möchte, das einfach erstmal alles komplett zerschonungrieren. Warum? Er hat eine gewisse Absicht, du hast eine gewisse Absicht. Wenn ich das Ganze neutralisiere, habe ich dann wirklich mal, komme ich in dieses wirkliches Gewahrsein und kann schauen, ist es mir auch beitragend? Ist mir zum Beispiel die Upline, ist es die, die jetzt mein Business so richtig zum Sprudeln bringen würde? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ist das Produkt, was gerade auch zu mir und zu meiner Philosophie passt? Das sind alles so Fragen, mit denen ich da ganz, ganz, ganz viel spielen würde. Gibt es da von eurer Seite eine Frage oder vielleicht ein Produkt oder wo er sagt, da hätte ich gerne noch ein bisschen Anregung, da kann man noch ein bisschen spielen oder vielleicht auch was klären. Hat da jemand irgendwie eine Frage? Ja, nein, ja, nein? Nein, okay. Dann würde ich einfach mal weiterfahren, bis was hochkommt, beziehungsweise ich würde erstmal alles, was es euch nicht erlaubt, okay, Heike. Alles, was es euch nicht erlaubt, Fragen zu stellen, dass wir jetzt wirklich da so ganz interessante ja, Fragen, Beispiele oder auch ja, Blockaden, Limitierungen im Bereich Multilevel Marketing Network einfach ja, verändern können. Und das geht halt letztendlich nur dann, wenn ihr auch wirklich Fragen stellt. Und es gibt auch keine dummen Fragen.
Heike, du hattest eine Frage. Habe ich eine Heike oder zwei Heike? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Heike, kannst du dich mal laut stellen? Die Heike, die Schwierigkeiten hat mit Technik. Lass dich laut stellen. Audio ein. So. Irgendwie. Jetzt. So. Ja. Okay. Dann hallo. ja, also wo ich ein Problem mit habe, ich habe jetzt keine Multi-Marketing-Level-Gedönste oder so, das habe ich alles nicht. Wo ich halt mit anfangen wollte, ist Affiliate-Marketing. Mhm. Ich tue mich so schwer mit der Technik, ne? Obwohl ich ja jeden Tag im Büro auch damit arbeite. Aber mich wirklich alleine hinzusetzen und das umzusetzen, das schaffe ich nach der Arbeit gar nicht mehr. Okay. Da habe ich das Gefühl, ich könnte das Ding aus dem Fenster schmeißen. Mhm. Okay. Und möchtest du das verändern? Ja. Cool. Weil nur dann, wenn du auch wirklich was verändern möchtest und letztendlich auch, ich sag, so einen Auftrag gibst, können wir auch handeln. Okay, sag bitte dreimal, ich habe Schwierigkeiten mit der Technik. 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 Okay, alles was alles, was das hochholt und rund ist. Möchtest du das jetzt zerstören und auflösen und umkriegen? Ja, bitte. Ja. The right one good and bad partner for girl and child. Und jetzt mal unter uns. Also, ich wollte sagen, unter uns Blonden. Also, du bist ja nicht blond, aber ich bin ja blond. Aber unter uns, ich sag mal, fast Blonden. Ne? Ich bin ja eigentlich auch nur gefärbt. Mal ganz ehrlich, wie viele von denen da draußen, die gern bei dem Affiliate mitmachen möchten, also denken, wow, das ist eine coole Geschichte, wie viele tun sich da schwer mit der Technik? Und wie schnell kauft man sich da ein? Alles, was das jetzt hochholt, alles, wo du dich auch dann einkaufst, dann abkaufst, dass du denkst, es muss schwer sein, weil Berta und Helga, die haben ja auch gesagt, ja, so einfach ist es nicht oder so einfach kann das gar nicht gehen. Was, wenn du dir erlauben würdest, dass es einfach geht? Das wäre cool. Cool. Und alles, was das hochholt, ist dir nicht erlaubt, dass es einfacher gehen darf, dass du wirklich in die Frage gehen kannst. Und mit einer Leichtigkeit so, okay, das klappt jetzt nicht. Okay, was ist jetzt hier sonst noch möglich? Einer unserer coolsten Access-Fragen, was ist hier sonst noch möglich? Wie wird es noch besser als das? Wer könnte mich gerade unterstützen? Erstens mal, alles, was dir nicht erlaubt, dass du dann in die Frage gehen kannst, dass die Leichtigkeit zu dir kommen kann. Möchtest du das alles auflösen, abschwören, nur nichtig machen? Ja, klar. Danke, right and wrong, good and bad, pardon for girl, nine shorts, boys and beyond. Right and wrong, good and bad, pardon for girl, nine shorts, boys and beyond. Und spiel doch mal wirklich mit Fragen, so nach dem Motto, wer könnte mir ein Beitrag sein? Und es kann es manchmal einfach auch wirklich wie so ein, ich sag mal, wie so ein Mantra, so wie so eine Infinite-Frage, wer könnte mir ein Beitrag sein? Wer könnte mir da jetzt weiterhelfen? Und es ist so, wie du gibst dem Universum, ich sage jetzt mal so einen Suchauftrag, hey, wie wird es noch leichter? Wer kann mir helfen? Wer kennt sich da aus? Und dann auf einmal siehst du irgendwie einen Post. Da gibt es dann vielleicht irgendwie einen Kurs dazu. Oh, da gibt es vielleicht so einen kleinen Affiliate-Einführungskurs. Oder du findest vielleicht bei YouTube was. Oder du postest, wer hat da Erfahrung mitgesammelt? Wer kann mir da vielleicht weiterhelfen? Wer könnte mir da ein Beitrag sein? So machst du wirklich viele Türen auf. Und wenn du dann abends heimkommst und merkst, boah, mir fällt die Decke über den Kopf und du würdest aber gern was machen, okay, dann kannst du auch mal schauen und dich auch mal fragen, wer bist du gerade? Und was nimmst du gerade wahr? Wie viel kommen jeden Tag die Leute nach Hause und denken, ach du Scheiße, ach, war das ein harter Tag? Oder haben sich in die Geschichten von den Kollegen eingekauft oder von dem Chef eingekauft und kommen erstmal mit so einem dicken Kopf. Und vielleicht auch so als interessantes Ritual heimkommen, vielleicht eine Tasse Tee, Kaffee oder was auch immer oder Glas Wasser,
Sekt, Bier, keine Ahnung, was du gerade bevorzugst und sagst, hey, was wäre, wenn ich jetzt all das, alle Beziehungen, die ich zu meinen Kollegen, zu meinem Chef, zu meiner Arbeit, zu meinen Projekten habe, alles mal erst zerstören und kreieren. Und dann Red and Run, Good and Bad, Pop and Pop, All Nine Charts, Boys and Beyonds. Wie so eine mentale Dusche. Erstmal so, ups, und wer kann ich, was, wenn ich jetzt gerade der Ich bin? Und nicht in dem Fall oder mit dem Kollegen, sondern einfach wie so in diesem Space. So, und dann auch fragen, hey, möchte vielleicht mein Körper jetzt erstmal ein Bad nehmen, einen Spaziergang mit dem Hund, mit den Kindern? Was ist jetzt gerade dran? Weil nur, weil wir das uns mal schon im Kopf vorgenommen haben, muss es jetzt heute so machen. Jetzt muss ich den Anruf noch tätigen, jetzt muss ich nur XY. Ich muss das jetzt. Ich muss jetzt unbedingt das machen. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich ja schon wieder in diesem Versagermodus. Genau. Und alles, was du da abgekauft hast, dass du in dem Versagermodus bist, wenn du es jetzt nicht gleich tust, oder die 48-Stunden-Regel oder 72-Stunden-Regel, wenn man das jetzt nicht innerhalb der Zeit macht, dann fängt man nie an. Es kann stimmen, es muss aber nicht stimmen. Und da will ich was sagen, hey, und welche Energie, in welcher Raum und welches Bewusstsein kann ich meinen Körper jetzt haben und sein? Was kann ich jetzt kreieren, was jenseits meiner bisherigen Vorstellung war? Welche Referenzpunkte, was ist ganz stark in diesen 7 Days in Costa Rica, wo es gerade stattfindet, kann ich jetzt gerade loslassen, was meine Vergangenheit bestimmt hat, was aber meine Zukunft nicht beeinflussen muss? Was, wenn ich mir erlaube, was ganz Neues zu kreieren? Und ja, nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf das Multilevel-Marketing. Ich habe auch schon in meinen letzten, keine Ahnung, 26 Jahren oder noch länger viele Sachen ausprobiert. Nee, so einen Scheiß mache ich nicht mehr. Es gibt aber so ein Produkt, das begleitet mich schon seit 6 oder 7 Jahren. Das liebe ich. Das mache ich mal mehr, mal weniger. Mhm. Und bin da auch nochmal drauf gekommen, weil ich da auch ein sehr interessantes Seminar war, wo es auch darum ging, na, wenn du ja in diese finanzielle Freiheit möchtest, wenn du im Prinzip ja mehrere Standbeine, also so finanzielle Standbeine dir aufbauen möchtest, ne, dann ist es cool, was zu haben, was so ein Stück weit auch ein bisschen automatischer läuft. Das kann Affiliate sein, das kann auch Marketing sein. Und ganz, ganz, ganz wichtig, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, schließ nie wieder irgendwas aus. Mhm. Weil du weißt nie, was ich dann, wenn du in der Frage immer bist, zum Beispiel mit irgendwelchen, mit Kosmetika, mit irgendwelchen Öl, also als Produkt oder Patches oder was auch immer. Mhm. Wenn du fragst, XY, ich habe jetzt gerade was in der Hand, mache jetzt keine Schleichwerbung, und sagst, ja, das ist ein Beitrag für mein Business. Und du merkst es auch so, es geht so irgendwas auf. Wärst du dumm, es nicht zu machen, nur weil du mal irgendwann beschlossen hast. Ja, ja. Das heißt nicht, dass du es machen musst, aber es kann zum Beispiel sein, dass du zum Beispiel durch so ein Produkt vielleicht auch zu einem also ganz interessanten Affiliate-Partner, was vielleicht ein Coaching-Programm irgendwas hat. Ja. Wenn wir bereit sind, wirklich alle Möglichkeiten einzuladen, was unserem Business, unseren Einkommensströmen beiträgt. Was wäre, wenn wir so viele Einkommensströme hätten, dass wir gar nicht mehr wissen, von welchen Kanälen es überhaupt herkommt? Das wäre toll. Alles was auf meiner Finca in Andalusien. Alles, was das hochholt, ist erlaubt, dass das ganz leicht zu uns kommen kann oder einfach zu uns kommen kann. Manchmal ist es auch ein bisschen schwerer, weil immer, wenn ich verschlossen habe, es kann nur ganz leicht kommen, mache ich zum Beispiel auch, was weiß ich, so eine kleine Hürde hat, sage ich, oh, nee, darf auch nicht kommen, weil es muss ja ganz leicht kommen. Alles, was ich beschlossen habe, wie es kommen darf, durch wen es kommen darf, durch welche Produkte es kommen darf, möchtet ihr das alle jetzt zerstören und umkreieren? Was ist euch nicht erlaubt, das zu empfangen? Ja. Danke, Red and Run, Good and Bad, Pop and Pop, Golden and Shorts, Boys and Beyonds. Und wie viel Spaß darf dir die Technik machen? Und an deiner Stelle würde ich echt mal hergehen. Und ich weiß, also ich bin ja auch nicht, ich sage, ich bin auch nicht so der super Technik-Freak, wobei mein Mann Software-Ingenieur ist, ich manchmal denke, also ich drück und mach und tu und geht, der kommt, ein Knöpfchen und ich so, das habe ich doch auch gemacht, weißt du. Aber er hat alle Ansichten, dass es schwer sein muss. Ja. Das hatte ich heute auch irgendwo, wo ich so dachte, naja, was wenn es jetzt einfach, ich habe nur gesagt, was wenn es jetzt einfach wäre, nicht so, zack, zack, so, das war jetzt aber einfach. Was wenn es in der Technik auch immer einfacher werden darf?
oder was, wenn wir uns auch Unterstützung holen können. Man sieht das gerade hier. Hier ist zum Beispiel meine IT-Fee. Weil ich sage, es gibt so bestimmte Sachen. Ja, das kann ich auch, aber ich tue mich da wesentlich schwerer. Sie braucht ja. Da vielleicht ein Drittel von meiner Zeit. Was, wenn ich das erlaube? Deswegen gibt es so einen ganz tollen Spruch und eine tolle Frage. Wen oder was kann ich heute meinem Leben und Business noch hinzufügen, dass mir sofort mehr Geld kreiert, macht? Und dann kannst du auch sagen, okay, alles, was du es nicht erlaubt, Zerstörung kreiere ich jetzt. Oder Potpock. Ich sage mal, macht es euch einfach. Macht euch, dass es wirklich euch Spaß macht. Also nicht, dass man jetzt da 1000 Fragen jeden Tag machen muss und dann kommt es erst mal, was uns leicht ist. Es gibt Firmen, zum Beispiel nur mit 2 Fragen arbeiten. Wie wird es noch besser als das? Und das ist ja sonst noch möglich. Und verdoppeln ihren Umsatz. Wie wird es noch besser als das? Was ist ja sonst noch möglich? Was können alle Leute, die in diesem Bereich im Vertrieb tätig sind, die ihre Produkte verkaufen, sich verkaufen oder ihre Coaching-Pakete verkaufen, immer da fragen, wenn jetzt irgendwie eine E-Mail reinkommt, muss man beantworten oder ein Telefonat, wie wird es noch besser als das? Es hört sich so simpel an. Ja, das kenne ich doch und das ist doch gar nichts Neues. Aber es gibt immer wieder diese 7 Days, also diese fortgeschrittenen Access-Kurse mit Zeit, die ganze Zeit immer mit Gary, das macht es auch den. Und man sagt, geht auf die Basic oder die Basics zurück. Macht es euch leichter. Was, meine liebe Heike, wenn die Technik kein Problem ist und wie sehr warst du schon in diversen Leben Erfinderin der Technik oder technischen Neuheiten? Alles, was du beschlossen hast, nie wieder so die Anführer oder der Anführer solcher technischen Errungenschaften zu werden, weil XY passiert ist, möchtest du das alles, alle Flüche, Schwüre, Eide, Gelübde, Gelöbnisse, Pakte, Bündnisse, die Geheimagenten, die dahinter stecken, die ganzen Schickju, jetzt auflösen, abschwören, null und nichtig machen. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and for gold, nine shorts. Postband. Jessie, die erste Anfrage war schon an dich. Die Jessie könnte ja mal einen Kurs machen. Ja, das habe ich ihr auch gesagt. Jessie, weil da war auch das irgendwas so, wie so einfach ist das jetzt? Ja, nicht so. Jessie, nimm das doch mal bitte auf und stell das den Leuten zu oder mach einfach mal so ein cooles Paket, damit die Leute es noch einfacher haben. Ja, Jessie, Kurse sind klasse. Cool. Und wenn du aus diesem, ich sag's mal, aus diesem Status, so Technik ist schwer oder diese Ansicht, diese, es ist schwer rausgehst und wirklich sagst, okay, wie viel Spaß kann mir Technik machen? Und dann merkst du so, oh, nee, also ich, jetzt habe ich gerade die Frage, jetzt für mich persönlich, dann merke ich immer, es ist immer noch so, okay, aber wenn das irgendwie so sich zusammenzieht, es eng wird, dann kann ich sagen, okay, und was wird es brauchen, dass sich das verändert? Welche Ansicht kann ich loslassen? Was habe ich mal irgendwann beschlossen, was Technik ist, was Technik nicht ist? Und was wird es brauchen? Welchen Energieraumbewusstsein kann ich in meinem Körper haben und sein, damit ich anfange, ja, mit der Technik noch mehr eins zu werden und sie zu genießen? Alles, was das unter euch und drunter lässt, heute wird das alles auch schwören, nur noch nichtig machen. Was, wenn wir die Technik zu unserem Freund machen, nicht zu unserem Feind? Das ist natürlich schon gut, ne? Und wenn ihr den Zoom-Sprecher nochmal anhört und es gibt irgendeine Frage, die so hoch poppt, dann schaut mal, habt ihr da Widerstand? Möchtet ihr, könnt ihr da was verändern? Was könntet euch da beitragen? Weil solange ich Widerstand habe, weil wie gesagt, es ist schön. Ich sage immer, das Potten und Pocken ist wunderbar. Wichtig ist aber, dass wirklich da keine Ansicht mehr dahinter ist, weil es dient letztendlich ja darum, dass wir den ganzen Scheiß, was uns festhält mit unseren Ansichten, uns nicht weiterkommen lässt, dass uns das im Prinzip ja den Weg frei macht und sagt, oh wow, jetzt ist es weg, jetzt spüre ich es auch. Weil ich sage immer, ihr könnt Ja sagen, aber wenn es kein Ja ist, also ich kriege das mit und die anderen kriegen das auch mit. Und du kriegst es selbst ja auch mit. Oh, nee, da ist noch irgendwas. Irgendwas sitzt da noch. Und ich kann so fragen, gehört das überhaupt zu mir? Was?
überhaupt? Gehört das überhaupt zu mir? Ist das überhaupt meins? Nein! Das ist das, was man mir immer einredet. Ja, genau. Du bist zu dumm, du kannst das gar nicht. Ah, das lass mal sein. Da. Okay. Das schaffst du sowieso nicht, wenn meine Eltern wüssten, was ich alles so mache. Oh. Genau. Also, genau. Alles, was wir mal beschlossen haben, was wir eingetrichtert haben, dass wir das nicht können, dass wir das nicht dürfen, dass wir dafür keine Erlaubnis haben. Genau. Möchten wir das alle jetzt, die sich da angesprochen fühlen, auflösen, abschwören oder nichtig machen? Und wenn ja, dann danke. Red and Run, und es gibt einen neuen Space. Ich weiß noch, mein erster Zoom, das war ungefähr vor 2 Jahren. Und die Christine Hofmann, unser Geburtstagskind, die hat mich so ein bisschen darauf gedrängt. Die hatte damals gesagt, so, und du machst jetzt ein Zoom. Und die so, wie? Jetzt? Du machst jetzt dein Programm und den Zoom. Und ich so, okay. Und ich weiß noch, ich war aufgeregt. Ich dachte, Scheiße, hoffentlich klappt es. Oh, die Technik. Mittlerweile bin ich so, hey, es ist mein bester Freund. Google Hangout, das war vorher so ein bisschen knifflig, weil das war nie klar, funktioniert nicht. Und es ist interaktiv. Und das habe ich auch ein Stück weit der Tanja Barth zu verdanken, weil die hat es damals vor 3 Jahren erzählt. Du, Zoom, das ist was ganz Tolles. Das haben jetzt die Amis nicht so, oh Gott, wieder eine scheiß neue Technik. Oh. Okay. Was, wenn aber die Technik wirklich zu unserem Freund wird? Was, wenn sie uns Spaß machen wird? Und ich weiß noch, das erste Google Hangout, was ich damals gemacht hatte, mit Susanna Mittermeier, da hatten wir irgendwie, glaube ich, über, ich weiß nicht, was Foundation oder Right Voice for You sie interviewt. Ich glaube, es war sogar Right Voice for You. Nee, es war Foundation. Und ich hatte dann vorher noch ein Glas Champagner oder Sekt getrunken, weil ich so aufgeregt war, weil mein Mann, der hätte mir eigentlich helfen wollen, und der ist aber dann in die Staaten geflogen. Ich so, ach du Scheiße, der ist jetzt weg. Mein IT-Fuzzi ist jetzt weg und ich muss nicht. Ja, ja, richtig so. Okay, genug geschwafelt. Ja, aber was, wenn wir wirklich so Spaß haben dürfen mit diesem Computer? Was, weil der Computer ist ja eine Entität. Die Technik ist ja, oder verschiedene technische Sachen sind ja auch Entitäten. Was, wenn wir bereit wären, sie uns zu unserem Freund zu machen? Oder Affiliate Marketing Programme ist ja auch eine Energieform, also eine Entität. Mhm. Hey, was, wenn wir genau das an Land ziehen, was uns der größte Beitrag ist? Was wirklich super, super, super schnell geht. Wo wir einfach merken, so, boah, das war jetzt gar nicht so schwer. Und deswegen immer wieder auch Fragen stellen. Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Und wenn du merkst, du hängst irgendwo, schreib's in Facebook rein, stell Fragen laut, leise und du wirst feststellen, XY weiß dann schon eine Antwort. Dann, ah cool. Bist du bereit, dir helfen zu lassen, Heike? Seid ihr bereit, euch helfen zu lassen? Also mittlerweile bin ich da sehr offen für Hilfe, ja. Früher habe ich mich da sehr, also schwer mitgetan, aber jetzt mittlerweile hatte ich da jetzt irgend so einen Support dann, weil ich da irgendwas nicht verstanden habe und dann habe ich dem meine Geschichte erzählt. Und ja, da kam dann auch heute Morgen tatsächlich Antwort. Cool. Und dass ich halt auch, wenn was wäre, ihn anschreiben könnte. Also das jetzt mit dieser Geschichte, speziellen Geschichte, ne? Cool. Ja. Und jetzt noch besser als das. Ja. Genial. Sonst noch Fragen, meine Liebe? Bestimmt. Also Fragen habe ich immer. Jetzt im Moment fällt mir keine ein. Kein Thema. Ich frage mal noch so in die Runde, was da sonst noch so hochpoppt. Oder ob da vielleicht mittlerweile Sachen hochgekommen sind zum Thema, die richtige Stimme zu haben, mit den Tools in Action zu spielen. Weil mit diesen Right Voice for You Kurse, die wir da haben, da machen wir ja ganz vieles. Ne? Da machen wir, lernen wir wirklich sichtbar zu werden. Und das Geniale ist ja, wenn wir so ein Stück weit auf die Bühne, ob jetzt eine vorhanden ist oder eine wir das mit einer Linie irgendwie klar machen, das ist echt spannend, weil das ist so wirklich, jetzt stehe ich da. Und was nun? Und jetzt werde ich gesehen.
Und wie gesagt, ich erlebe immer die interessantesten Sachen, was da bei diesen Kursen passiert. Die kommen manchmal, ich hatte im Juli im Kurs eine Teilnehmerin, die kam eigentlich wegen ihrem Business und im Endeffekt kam irgendwie eine ganz andere Geschichte raus, dass sie mit ihrem Mann einfach vielleicht mehr Sex haben möchte oder anders und wie auch immer. Dann haben wir da ein paar Sachen geklärt in dem Kurs und am nächsten Tag kam sie freudestrahlend rein und sagt, ich habe die geilste Nacht gehabt in meinem Leben. Du weißt nie, was passiert, weil es trägt ja alles einander bei. Oder es ging um das Thema, ja, dass mehr Geld und Leichtigkeit, das war so das, was so dahinter stand. Auf einmal kam da hoch, ja, Partnerschaft ist erwünscht. Und dann hat die Dame nach 2 Wochen ihren Partner gefunden. Also, du weißt nie. Das, habt ihr das ist auch bei diesem Right Voice. Bei dem Right Voice for You, das ist das Coole an der ganzen Geschichte, du kannst mit allen verschiedenen genialen Access-Tools spielen. Das ist alles möglich. Und jetzt kommt ja Hamburg und da ist die Heike Schimante und Christine Hofmann, genau, die sind die Host-Damen. Und dann haben wir dann, also das ist jetzt kommendes Wochenende, Samstag und Sonntag. Wir haben erstmal so einen Intro-Abend, Leute, die sagen, ach, ich muss ein bisschen schnuppern, ob das was für mich ist. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ach, nee, das hat mir so gut gefallen, ich möchte noch mehr davon haben. Und dann auch Samstag. Und dann haben wir den 31. Oktober und 1. November. Und da ist die Sonja Neuroth. Und ich, ja. In Düsseldorf, ja, ist bei mir fast um die Ecke. Na, Heike. Nein. Ja, Heike. Dann solltest du ja mal kommen, ne? Ja. Timo hier. Hi. Ja, hallo. Hey, ich habe immer noch diese mit dem Multilevel-Marketing immer noch Widerstand, total. Okay, cool. Dann können wir da gerne mitarbeiten, wenn du möchtest. Hm? Hast du momentan Multilevel-Marketing? Also ich verkaufe die Produkte, ja, aber ich mache die Vertrieb gar nicht mehr. Das heißt, du hast Produkte von einem Multilevel-Marketing-System? Immer noch, ja. Immer noch, okay. Ich benutze die auch sehr gerne. Es ist Cosmetic Mary Kay. Ich mag die Produkte. Ich verkaufe die super gut. Also ist gar kein Thema. Mhm. Aber den Rest, es ist so, ich weiß nicht, ich habe total abgeschreckt bekommen. Okay. Der Klassiker schlechthin, meine Liebe. Multilevel-Marketing. Was das ist, was es nicht ist. Dieses Abschrecken davon, ist das deins? Ich habe abgekauft, ja. Mhm. Möchtest du mal alles, was du abgekauft hast, was Multilevel-Marketing ist, was man tun muss, um erfolgreich zu sein, damit es ganz leicht geht, ja, und damit du auf der Spitze bist. Genau. Alles, was ihr da abgekauft habt, was Multilevel-Marketing ist, was es nicht ist. Wie man da vorzugehen hat. Weil die haben ja auch verschiedene Firmen, haben auch verschiedene Systeme. Alles, was das jetzt so hoch und runter lässt, möchtest du das auflösen, abschwören oder nicht? Ich mache meine Liebe. Ja, kann kotzen, ja. Ja, genau. Gut. Sehr gut. Wenn du kotzen musst, dann kotze. Weil das könnte einfach der Kragen. Ja. Alle Programme, die du inkludiert hast, möchtest du das mit mir auf 15 Stunden umkehren. Und das benutze ich ja viele Tools, weil vielleicht auch nicht ganz so in Access zu Hause ist, darf mich gerne auch anschreiben. Ich möchte nicht jedes Tool einzeln erklären müssen, weil sonst bin ich den ganzen Abend nur mit dem Erklären zugange. Also alle Programme, die da und die versteckten Programme der versteckten Programme und vor allem die Sabotageprogramme, die ich verhindern, dass du vielleicht die Erfolgsrakete oder die kleinste Nummer werden könntest, die Nummer 1 im Multilevel-Marketing. Möchtest du, dass du das auch ein bisschen abschwören oder nicht? Man auch 5. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Danke. Right and wrong, good and bad. Potten for golden and shorts. Boys and beyonds. Right and wrong, good and bad. Potten for golden and shorts. Boys and beyonds. Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein kannst du in deinem Körper jetzt haben und sein, um für dich neue Wahlen, neue Programme zu kreieren? Erfolgsprogramme.
Alles, was das hochholt, ist dir nicht erlaubt. Möchtest du das zerstören und kreieren? Oh ja. Danke. Right and wrong, good and bad, pot and pot, golden and shorts. Boys and beyonds. Right and wrong, good and bad, pot and pot, golden and shorts. Boys and beyonds. Und man kann auch echt mit seinen Produkten quatschen. Also wir in Access, wir sind da vielleicht ein bisschen anders, wir tun das. Weil Mary Kay, wenn wir jetzt gerade ein Beispiel nennen, kann dabei jetzt, könnte jetzt auch irgendeine andere Firma sein und ein anderes Produkt, dann kannst du einfach auch das Produkt fragen, hey, was brauchst du gerade von mir? Ist jetzt vielleicht die Zeit, das Multilevel-Marketing wieder mehr anzutreiben? Soll man vielleicht ein Team aufbauen? Ist jetzt der Zeitpunkt da? Und dann auch schauen, ist es gerade leicht oder schwer? Und dann, wenn es schwer ist, kannst du auch noch sagen, okay, gehört diese Schwere zu mir? Und dann will ich erstmal alles potten und poppen. Und dann gucken, okay, wow, hat sich jetzt was verändert? Ist es irgendwie leichter? Oh, geht jetzt gerade irgendwie ein Raum auf? Oder ist es das Produkt? Es gibt ja so viele geniale Produkte. Vielleicht ist es ein anderes Produkt, was für dein System vielleicht noch viel, viel expansiver wäre. Oh, Business, möchtest du was anderes haben? Und dann kannst du die verschiedenen Sachen auch ausprobieren. Also testen und zu sagen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache das manchmal mit Klienten so, dass ich dann einfach das rausschreiben lasse. Wenn sie sagen, ach, ich tue mich da schwer mit diesem leicht oder schwer, lasse ich dieses draufschreiben, tue das mischen, ungedeckt, also lassen und lasse dann draufstehen und die Hände draufhalten, einfach mal gucken, okay, was war der krasseste, größte Beitrag? Und dann kannst du mal schauen, oh wow, und dann sagst du, ups, hätte ich gar nicht gedacht, oder wow, doch, ja, jetzt passt es für mich. Und wen könnt ihr vielleicht kontaktieren? Das möchte ich auch so Geschichten. Bin ich bereit, auch wirklich einen Vertrieb aufzubauen? Passt es zu meiner Lebensweise? Weil natürlich ist auch so ein Vertrieb, denn so ein Business, und deswegen, es geht ja nicht nur jetzt um das Multilevel Marketing, sondern auch um Business. Was braucht mein Business gerade? Und vielleicht passt es gerade auch familiär oder aus irgendwelchen Gründen nicht, weil du vielleicht auch was anderes kreieren möchtest. Einfach da auch mal die Frage, ist jetzt der Zeitpunkt? Und wenn ja, okay. Weil das Coole am Multilevel-Marketing ist, wenn du es verstanden hast, was eigentlich dahinter steckt, dass es wirklich so eine geniale, ich sage jetzt mal, Maschine ist, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe. Viele denken mal, ja, wenn ich das Produkt jetzt verkaufe, wenn ich dich jetzt einschreibe, ja, dann baue ich mir was Cooles auf. Stimmt, bis zu einem gewissen Grad. Wichtig ist aber, dass du im Prinzip dir 5 Leute suchst, die du gut einarbeitest, oder fängst vielleicht auch erstmal nur mit 2 oder 3 an, dass du dann sagst, okay, die 3, die du mich richtig geil einarbeiten, dass die wiederum 3 einarbeiten, dass die wiederum 3 einarbeiten, dass die wiederum 3 arbeiten. Und dann hast du irgendwann eine Pyramide, es ist aber kein Pyramiden- oder Schneeballgeschäft, das muss man nämlich auch nochmal unterscheiden. Sondern du hast einfach die da wirklich eine gute Grundlage aufgebaut, dass im Prinzip die in deinem Team für dich mitkriegen, dass ihr quasi im Team weiter kreiert. Viele denken halt eben, ich schreibe. Wenn ich so denke, fühlt sich schwer an, weißt du? Mhm. Also ich habe gefragt auch, nee, eigentlich ist nicht gar nicht für mich. Mhm. Ja, und es kann auch sein, dass das Multilevel-Marketing-Konzept nicht für dich passt. Aber da will ich auch nochmal fragen, ist es vielleicht das Produkt, was gerade nicht passt? Gibt es vielleicht irgendwas anderes, was noch leichter ist? Also die Produkte sind leicht. Die Produkte sind immer leicht, aber das System ist schwer. Mhm. Okay, dann brauchst du aber vielleicht ein anderes System oder andere Produkte mit vielleicht, nicht, dass es so ist, sondern einfach nur, dass es vielleicht, wenn du ein anderes, andere Produkte hast, wo das System vielleicht ein Stück weit leichter ist. Vielleicht muss ich auch nicht machen, MLM. Du musst es, nein, das ist auch, was ich ganz klarstelle mit, du musst es auch nicht machen. Mhm. Du kannst noch fragen, wäre es ein Beitrag für dein Business? Oder ist vielleicht jetzt noch nicht der Zeitpunkt? Ist vielleicht jetzt was anderes? Mhm. Ja. Oder vielleicht, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte nur 2 Leute richtig einarbeiten, dass die das System gut verstehen.
Mhm. Du dann, also ich sag mal, es ist auch immer, es ist auch so ein bisschen was, wenn ich mal verstanden habe, dass das Multilevel-Marketing wirklich hauptsächlich dann funktioniert, wenn ich wieder Leute gut einarbeite, ne? Also mhm. wirklich eine Zeit nehme, dann kann das Ganze funktionieren. Aber du musst das letztendlich auch wollen. Das heißt, ich habe keinen Bock oder das macht nicht. Und dann würde ich es auch lassen. Ja. Ich würde aber erstmal gucken, ist es wirklich das System? Wahrheit, ist es das System, was dir Schwierigkeiten macht? Ist es deins? Ja. Ja. Möchtest du es verändern? Ja. Okay. Hast du vielleicht in deinem System eine Entität eingeschlossen, die es verhindert, dass die Timea, dass es da ganz leicht sein darf im Bereich Multilevel-Marketing oder noch, kommt es noch krasser, bist du vielleicht sogar die Erfinderin des Multilevel-Marketing? Ich glaube, ja. Mhm. Überall da, alles, was du da kreiert hast, alles, was da beschlossen worden ist, alles, was du in deinem Körper, wenn ich jetzt gerade mit dir so quatsche, da habe ich gemerkt, ich merke einfach so, hier, dieser Bereich ist komplett zu. Mhm. Und ist da eine Entität, die du, Entität oder ein Demon, den du da irgendwie angehört hast oder angehört bekommen hast? Der zweite, ja. Okay. Möchtest du den entlassen? Ja. Okay. Wow, das ist richtig. Geh aus diesem Körper, aus dieser Realität, komm nie wieder in diesen Körper, in diese Realität zurück. Geh aus diesem Körper, aus dieser Realität, komm nie wieder in diesen Körper, in diese Realität zurück. Geh aus diesem Körper, aus dieser Realität und komm nie wieder zurück. Geh aus diesem Körper, aus dieser Realität und komm nie wieder zurück. Geh aus diesem Körper, aus dieser Realität und komm nie wieder zurück. Alles, was das jetzt hochholt, ist nicht erlaubt. Möchtest du das jetzt auflösen, abschwören oder nicht dich machen? Auf drei. Eins, zwei, drei, 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 und dann eins, zwei, drei, vier. Danke. Red and Rock. Girl, nine shots. Boys and Beers. Red. Bisschen Luft. Genau. Und alles, was da jetzt irgendwie war, was du da mal irgendwelchen Gedanken beschlossen hast oder was auch immer, Erinnerungen oder aus einem anderen Leben, whatever, alles, was da jetzt noch an, ich sag jetzt mal, energetische Leere ist, füllen wir jetzt mit goldenem, heilendem Licht, dass du ab sofort zu 100% du sein kannst. Mhm. Ab sofort zu 100% du sein kannst. Ja. Ab sofort zu 100% du sein kannst und neue Wahlmöglichkeiten hast. Das heißt nicht, Zoom ist rum und Timea sagt, ja, jetzt mache ich Multilevel Marketing, sondern einfach, du hast eine Wahlmöglichkeit. Du kannst jetzt einfach schauen, okay, was verändert sich jetzt? Was wenn es leichter wäre? Was, wenn da vielleicht, keine Ahnung, eine andere Upline oder irgendjemand, wo der sagt, hey, das ist gar nicht so schwer. Lass uns mal zusammensetzen beim Gläschen Wein. Ich erkläre das mal. Und dann macht es zack, zack, zack und dann macht es bei dir bing, bing, bing und denkst, ach so, ist es ja gar nicht. Ach, so viel Zeit nimmt es gar nicht in Anspruch. Oder du hast jemanden, der sagt, du, gar kein Problem, ich unterstütze dich dabei. Was, wenn wir bereit sind, Hilfe und Unterstützung zu empfangen? Und das können wir wieder auf alles übertragen. Und das ist nicht nur das Multilevel-Marketing sein, das kann eure Coach-Praxis, eure Projekte, was auch immer sein, wo euch beitragen lässt, damit es leichter werden darf und leichter ist. Mhm. Und welche Energie und welcher Raum und welches Bewusstsein kannst du und dein Körper jetzt haben und sein, um noch mehr zu empfangen, meine Liebe? Noch viel mehr zu empfangen. Mhm. Ja, jetzt ist auf jeden Fall ist offener. Ja, genau, ist leichter. Und du hast auch mehr Wahlmöglichkeiten. Und du kannst hingucken. Und du weißt nicht, was passiert. Und es kann sein, dass morgen XY wieder kommt und sagt, du, ich habe da was ganz Tolles. Hättest du mal Lust, magst du mal riechen oder keine Ahnung? Und du sagst, oh, ich kann mir das ja mal anhören. Ja, also eigentlich, ich müsste eigentlich heute dabei sein. Normalerweise habe ich nicht vor heute. Und Sonja hat ja nochmal in eine Gruppe geschrieben. Dann habe ich gesagt, oh ja, warum nicht? Ne? Dann eigentlich muss ich noch aufräumen, weißt du? Dann habe ich gesagt, den Aufräumen kann ich ja jetzt warten. Ja, cool. Dankeschön. Genau, was sind die unendlichen Möglichkeiten jetzt?
Cool, genial, meine Liebe. So, was habt ihr sonst noch für Fragen? Ich habe eine Frage. Hallo, Sieglinde. Wenn man sehr gerne auf der Bühne steht, sehr gerne performt und auch das entsprechende Know-how dazu hat, aber so nicht ein strukturierter Mensch ist, sondern mehr dieser Humoid ist, oder wie das heißt, du weißt, was ich meine. Ich bin Generalistin. Frage mich etwas und ich kann mich hinmanövrieren, so dass du zufrieden bist und mit einem Lächeln rausgehst und weißt, du hast das bekommen, was du möchtest. Nur wie ich da Vertrieb machen kann. Indem du deine angebliche Schwäche zu deiner allergrößten Stärke machst. Naja, eine Nische oder ähnliches, das ist alles für mich irgendwie, fühlt sich falsch an. Und wie soll ich dann im Internet werben? Ich habe nicht mal eine Fanpage, weil ich seit Jahren mit meiner Umgebung diskutiere, die wollen von mir eine Spezialstrecke. Klar, ich bin Bilanzbuchhalterin, könnte ich. Klar, ich habe Burnout und mich selber rausholt, könnte ich. Ich habe chronische Krankheiten beendet, könnte ich. Ich bin gerne auf die Bühne und kann anderen Leuten beibringen, wie ich könnte, aber... Sag bitte dreimal, ich könnte. Ich könnte. Alles, was das jetzt hochholt, überall da, wo du in diesem Ich könnte stecken bleibst, möchtest du das jetzt mal alles auflösen, abschwören, null und nichtig machen? Ja. Danke. Red and Run, Guten Bett, Potten, Pokal, Nein, Shots, Börsmans. An was, wenn du dir erlaubst, einfach mal zu performen und dich auszuprobieren? Das kann sein, mit einem Video. Was, wenn du die, ich sag jetzt mal, die geilste, Burnout belasteste Bilanzbuchhalterin aller Zeiten bist, die den Leuten auf eine witzige Art und Weise zeigt, was sonst noch möglich ist. Das klingt witzig. Ja, und erlaubst du dir, die witzigste Bilanzbuchhalterin mit, kennst du das Lied, das Burnout-Lied von, ach, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so total gut. Ich such's euch. Bestimmt nicht. Das ist der absolute Knaller. Du lass dich scheppen. Warte mal ganz kurz. Jessie, könntest du mir mal das Lied Ich hab Burnout raussuchen? Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Das wäre sehr nett. Ich muss euch das vorspielen. Das ist so witzig gemacht. Der versucht es ganz ernst zu machen. Ich hab Burnout. Ich kann mich morgens nicht entscheiden, esse ich Brot oder esse ich Brot. Ich hab Burnout. Es geht immer so weit. Also, und natürlich, also um Gottes Willen, Leute, die Burnout haben, und es sind einige betroffen. Also, ich bin 2 Jahre damit krankgeschrieben gewesen. Ja. Und seit 2009 nie wieder ins Leben richtig zurückgekommen, weil die Energie nicht ausgereicht. Okay. Sag bitte dreimal, ich bin nie wieder richtig ins Leben zurückgekommen. Ich bin nie wieder richtig ins Leben zurückgekommen. Ich bin nie wieder ins Leben richtig zurückgekommen. Ich bin nie wieder ins Leben zurückgekommen. Und alles, was du da beschlossen hast und überall alles, was da von dir gestorben ist, alle kausalen Einkerkerungen, Einimpfungen, Inkarnationen, Inkongruenzen, wo dich eingekauft, abgekauft hast, möchtest du das jetzt auflösen, abschwören, null und nichtig machen? Ja. Danke. Right and wrong, good and bad, pot and pork, all nine shots, boys and beyonds. Right and wrong, good and bad, pot and pork, all nine shots, boys and beyonds. Muss man gerade gucken, ob das jetzt funktioniert. Seht ihr das? Oh, warte mal. Bildschirm ändern. Ja, Moment. Ich bin noch nicht so schnell. Ich muss das nämlich groß machen. Nee, das geht irgendwie nicht. Moment. So. Jetzt kriege ich interessanterweise meinen Bildschirm nicht mehr groß.
Ich kann mir das doch nachher anschauen. Ja, darfst du auch. Leg das da nochmal rein. Nur ich habe jetzt trotzdem das Thema, dass ich den... Ah, jetzt habe ich den Bildschirm wieder groß. Okay, perfekt. Ich lege es euch nachher mal rein, dann könnt ihr es euch angucken. Das ist wirklich was total Witziges. Jetzt nochmal zurückzukommen. Was hast du da beschlossen? Welcher Teil ist da in dir gestorben? Weil wenn du sagst, da ist die Energie nie wieder richtig zurückgekommen ist, da ist dann irgendwas gegangen. Wer oder was ist das? Gab es da Momente, wo du gesagt hast, du möchtest, du kannst nicht mehr leben? Für mich war es klar, als das 2009 passiert ist, dass es der Abgesang ist. Also die letzten Schritte bis zum Schluss, weil ich bin ja so und so schon, wer weiß wie alt geworden, das sollte ich nie werden. Ich habe alle Rekorde gebrochen, okay, das ist halt das Ende. So habe ich damals wirklich gedacht. Ja. Über ein Jahr. Ja, und möchtest du das jetzt aufgeben? Alle Referenzen? Ja, natürlich. Mhm. Alle Stabilisierungspunkte, alle Referenzpunkte, alle Ordnungspunkte, alle Programme, die du beschlossen hast, dass du nicht mehr wieder der feurige Vulkan sein kannst, der du wahrhaftig bist. Möchtest du das jetzt alles auflösen, abschwören oder nichtig machen? Ja. Wahrheit? Ja. Ja, gut. Ja. Danke. Auf jeden Fall. Danke. Red and Run, Gutenberg, Potten, Pogol, Nine Shots. Boys and Beyonds. Red and Run, Gutenberg, Potten, Pogol, Nine Shots. Boys and Beyonds. Und welche Energie und welcher Raum und welches Bewusstsein kannst du in deinem Körper jetzt haben und sein, um für dich neue Wahlen zu treffen? Nochmal. Welche Energie? Und welcher Raum und welches Bewusstsein kannst du in deinem Körper haben und sein, um für dich neue Wahlen zu treffen, jenseits deiner bisherigen Vergangenheit? Mhm. Alles, was das hoch und runter ist, möchtest du das jetzt auflösen, abschnurren oder nichtig machen? Ja. Danke. Right and wrong, good and bad, pot and pork, all nine shorts, boys and beyond. Right and wrong, good and bad, pot and pork, all nine shorts, boys and beyond. Und welches Talent schlummert in dir, was gelebt werden möchte, was sonst kein anderer hat? Das ist auch ein Teil vom Right Voice View. Wirklich so dieses Entdecken der Talente. Und manchmal ist auch wieder hier, spielen wir mit der Frage, welches Talent in mir schlummert, auf welches Geschenk steckt in mir, worauf die Welt gewartet hat. Und du musst es nicht gleich. Ja, das ist jetzt, nein, zum einfach Spiel damit. Hey, was kann ich sein? Welcher Beitrag kann ich sein? Was möchte ich kreieren? Du hast auch was erzählt beim letzten Call von einer größeren Vision. Ja, also es gibt mehreres. Ich bin doch hochkreativ. Ich habe gestern haben wir Theaterbusiness spielen wollen, eine Kollegin von und ich. Es waren 3 Anmeldungen. Aus den 3 Anmeldungen ist nachher eine gekommen. Wir haben den ganzen Fahrplan umgeschmissen von 3 Stunden und haben Videomitschnitt gemacht, wir haben Fotografieren gemacht, wir haben ihr eine Elevator-Bild gemacht. Die ist auf Wolke 7 nach Hause gegangen. Und wir haben unwahrscheinlich viel Spaß gehabt. Das gibt's auch. Das ist cool. Und was, wenn wir das auch, egal, das ist wieder allgemein, wenn wir irgendeine Kreation haben, sei es ein Barskurs, sei es einen anderen Online-Kurs oder wir jemand einschreiben in unserem Team, vielleicht 30 einschreiben wollen und schreibt sich nur ein, was, wenn wir für den einen, der kommt, dankbar sind. Haben wir gestern sehr gut geliefert. Genau, weil Dankbarkeit killt alle Probleme und letztendlich noch mehr Möglichkeiten. Weil wenn die eine happy ist und du weißt nicht, wie die rausgeht und was die erzählt und beim nächsten Mal sind es dann vielleicht 2 oder 3. Ich habe sehr viel dabei gelernt. Ja. Wir haben sehr viel gelernt. Ja. Ich saß am Wochenende auch mit einem interessanten Ehepaar zusammen. Die haben erzählt, sie hatten da mal so ein Seminar gehabt, so erst Verkaufserfolgstraining und sie hatten 3 Leute und beim letzten Seminar hatten sie 100 Leute. Und jetzt wünschen sie sich und haben so als Ziel, jetzt bei der nächsten Geschichte da in Berlin im November, wollen sie 200 Leute haben. Ja, wie geil ist das denn? Wenn du dich nicht begrenzt, und das kann ich euch auch immer noch wieder so mit auf den Wege geben, egal was ist, wirklich wieder zu sagen, okay, wo ich jetzt gerade stecke, ist das meins, das ist meine Ansicht.
wenn ich jetzt gerade so wütend bin, was ich in den letzten Tagen hatte, ich wach morgens auf und denke so, oh, ich könnte die ganze Welt, was nämlich nicht mal naturell ist. Und dann ist so, zu wem gehört das? Gehört es zu mir? Ist das meins? Oh nee, es gehört gar nicht zu mir. Cool. Und dann kann ich es zurückschicken an den absoluten Bewusstsein-Ding. Und dann merke so, wow, ich habe einen anderen Space. Was ich vielleicht nachher noch mit euch machen werde und vor allem auch mit dir, meine Liebe, das ist eine Körperübung, um einfach noch mehr Kraft zu tanken, um wieder quasi zu regenerieren und einfach da wieder mehr diese Präsenz zu haben. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückzugehen zu deiner Kraft, zu dem, du sagst, naja, was hat sich jetzt durch die Fragen, durch das Clearing bei dir verändert? Ist es irgendwie in deinem Körper leichter geworden, enger geworden, fester geworden oder ist es neutral? Hat sie überhaupt was verändert? Ich bin nicht mehr ganz so müde wie vorher, aber ich kriege leichte Kopfschmerzen. Mhm. Kennst du die Bars, die Access Bars? Ich habe schon eine Sitzung gehabt. Ja, cool. Wenn du die Gelegenheit hast, in den nächsten Tagen, Wochen oder was auch immer manchmal einfach nur hilft, das Band der Implantate selbst zu halten, einen Tick höher, genau, so in etwa hier, ich sage mal so über die Ohren watschen, rübergehen und einfach dann sagen, Band der Implantate, Band der Implantate, Band der Implantate, lauf jetzt. Band der Implantate. Okay, es klopft. Genau. Das ist nämlich eine, ich sag's mal, so eine erste Sofort-Hilfmaßnahme. Und wenn du die Gelegenheit hast, jemand in deinem Umfeld, der dir die Bars geben kann, ein Geschenk oder einen Bars-Kurs, vielleicht mal den auch zu besuchen, weil dann hast du vielleicht auch wieder Leute, mit denen du es austauschen kannst, auch einfach eine Möglichkeit. Und dann wirst du feststellen, also bei mir ist es immer so, nach den Bars habe ich immer so das Gefühl, oh, ich bin so wie oh, Urlaub, weißt du, total tiefenentspannt. Aus welcher Gegend kommst du denn? Ich bin Münchnerin. Ach, Münchnerin. Haben wir noch eine Münchnerin da? Ich glaube, weiß ich jetzt gerade nicht. Mal gucken. Sehe ich gerade jemand? Ich sehe jetzt gerade keine. Münchnerin? Eine Münchnerin da? Nicht? Okay, falls eine Münchnerin mal zuhört, kann ja gerne sich auch mal bei Sinde melden. Genau. Weil das wäre nämlich total cool, wenn du das einfach hier bei Gelegenheit einfach mal anschaust. Oh, wo wäre es denn gerade der coolste Beitrag für mich? Hatte ich jetzt irgendwo in die Kölner Ecke eingesteckt, weil hätte ich eben vielleicht mal ein paar sagen können. Sonja zum Beispiel, und die Andrea und Diana und die hübschen Ladies. Timoja, bist du von wo? Düsseldorf, Köln? Auch, ne? Düsseldorf. Ach, auch Düsseldorf. Ah, okay. Ein großes Nest. Ja. Mittendrin in Düsseldorf. Ja, cool. Sehr cool. Aber vielleicht machst du ja einfach mal eine Reise nach Düsseldorf. Düsseldorf ist immer eine große Welt oder Köln auch. Wer weiß, wie wird es noch besser? Genau. Und wo zieht es dich hin? Und was ist der größte Beitrag für dich, dein Leben und Business? Genau. Oder es kommt vielleicht mal einer der zauberhaften Damen zu dir und macht mal einen Kurs. Whatever. Und du sagst, du hast mal so ein paar Leute, die du zusammenbringst, da kommt bestimmt auch jemand mal gefahren. Könnte ich mir gut vorstellen. Es ergibt sich gerade so einiges Neues. Und es wird noch besser. Und was ist alles möglich? Cool, genial. Sehr cool. Das steht auf meinem Flipchart vor mir, wo ich gerade rüber gucken kann. Ja, da habe ich ein paar Sätze von Access Consciousness hingeschrieben, ja, die mir mein Leben doch verändern werden. Ja. Ja. Immer mehr. Ja. Ja, also allein das Access-Mantra, alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit, alles im Leben. Und das morgens zehnmal, abends zehnmal sagst, ist schon ganz viele Schritte damit getan, wo du einfach merkst, da verändert sich was. Ich habe was gemerkt, was ich vor einer Woche angefangen habe. Ich möchte, wie kann ich mehr Raum haben? Es hat im Äußeren kein unterschiedliches Ergebnis, aber etwas ändert sich gerade mit diesem einen Satz immens, finde ich. Mal sehen, wo mich das hinbringt. Ja, mehr Raum haben, das verstehe ich total gut. Also das ist bei mir in den letzten Wochen auch stark gepoppt, dieses Thema Raum haben. Wir hatten einen total genialen Kurs in Leimen, in einem wunderschönen Hotel, wo auch einige dabei waren.
Und ich habe gemerkt, ich liebe es einfach, viel Raum zu haben. Und du kannst zum Beispiel, wenn du merkst, irgendwie braucht was mehr Raum, kannst du immer auch mit der Frage spielen, welcher Raum, an welches Bewusstsein kann ich in meinem Körper haben und sein, um einfach noch, ja, noch mehr Raum zu sein. Und dann kannst du, und wir machen nachher noch so eine kurze Übung, wo wir einfach mal auch nochmal so eine Verbindung mit der Mutter Erde machen, wo wir da einfach nochmal so Kraft tanken und dann wirklich so uns ausweiten. Genau. Und spiel einfach mal mit dem. Und dann kannst du sagen, und alles, was es nicht erlaubt, das Zerstörung kriege ich jetzt. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shots. Bei Weißen Beyond. Und wir sehen, es verändert sich ganz, ganz, ganz viel. Allein schon mit dieser Frage. Mhm. Dankeschön. Gerne. Jetzt habe ich noch gesehen, haben zwei Hände, zwei haben erhoben. Einmal Elke. Elke, Elke, Elke. Elke. Ach so, ich soll mich freischalten. Genau, ja, das war's. Okay, ich muss jetzt wieder auf jemand anders noch kommen. Ja, ich war ja jetzt mal mutig gewesen mit dem Thema sichtbar machen. Dann hat das schon mal geklappt, ne? Ja. Und habe ja ein Video gemacht in meine Gruppe rein, wo ich zum Fresh Date mehr oder weniger eingeladen habe. Mhm. Obwohl ich sagen muss, dass ich kann mich auf Videos überhaupt nicht sehen, auch nicht hören. Ich finde es immer ganz fürchterlich. Und das war für mich schon echt, wo ich gedacht habe, so, ne, machst du jetzt mal. Leider ist noch keine Resonanz gekommen. Habe dann auch noch mal Einladungen hier in der Nachbarschaft verteilt. Ja, also irgendwie habe ich so das Gefühl, mit sichtbar machen, also es klappt irgendwie nicht. Ich glaube, es klappt einfach immer nur wirklich von Face to Face, wenn man mit den Leuten redet. Also dieses Tool mit dem Internet, mit dem Facebook, ich glaube, das ist echt schwierig in der Branche. Wird auch nicht empfohlen von unserer Seite aus. Okay. Da sage ich dir auch mal 2, 3, 4, 5, 6 Sachen dazu. Aber beziehungsweise würde ich gerne mit dir arbeiten, wenn ich darf. Bitte? Zum einen würde ich sagen, es ist schwer mit diesen, also was, da ist eine Ansicht, was ist das Video? Ich kann mich nicht sehen. Also pass mal auf, wenn da schon mal die Ansicht, ich kann mich nicht sehen, und dann sollen die anderen nicht aber sehen, schön sehen können. Das ist schon mal so erstes Fragezeichen. Das machen wir zum Beispiel auch im nächsten Right Voice for You in Hamburg und in Düsseldorf, dass wir mit den Handys spielen. Das ist eine total genial. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz, warte mal, mal alle stumm schalten, weil ich habe jetzt wieder die Klinde da gehabt. Elke, mach dich nochmal bitte frei. So. Perfekt, jetzt bist du nämlich aber da groß. Da werden wir nämlich auch spielen. Und du wirst feststellen, hinter diesem Teil, da sind ganz viele Ansichten, die du wahrnimmst, was Leute haben, was eine Kamera macht. Oh, bitte nicht fotografieren, oh, bitte nicht filmen. Alles, was du da eingekauft und abgekauft hast, zu deinem gemacht hast, möchtest du das jetzt auflösen, abschwören oder nichtig machen? Ja. Danke. Right and wrong, good and bad, rotten for golden and shorts, boys and beyonds. Und auch wenn XY, egal welche Firma, der sagt, naja, ich empfehle es dir nicht. Das ist das Geile bei Access. Da geht es um die Ermächtigung und geh in die Frage, ist es für dich ein Beitrag oder nicht? Oder ist es jetzt vielleicht einfach der Zeit? Weil manchmal, und wie witzig und ausgefallen dürfen denn deine Videos sein? Ja, ich denke mal auch. Also ich habe gedacht, man muss vielleicht dann noch irgendwas reinbringen. Ja, und was, wenn du zum Beispiel dir, ich sag mal, irgendwas ins Gesicht schmierst und dann noch so Gurkenscheiben und vielleicht Eis wegmachst und sagst, das ist die absolut abgefahrene Maske, bla 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 bla. Und das, weißt du, oder vielleicht so zwei Bilder machst oder einfach damit spielst. So einfach kann es auch gehen, dass ich sagen, wer ist die verrückte Nudel? Das macht ja Spaß. Ja. Weißt du, es ist ganz wichtig,
einfach wirklich sich sichtbar zu machen und auch dir erlauben, ganz verrückte Videos zu machen. Und da wirklich, wenn du Spaß hast, dann bist du so ein Magnet. Dann haben die Leute auch Spaß. Und dann wollen sie mehr von dir haben. Und bist du willensbereit, die ausgefallensten, geilsten, abgefahrensten Video aller Zeiten zu machen mit deinen Produkten? Ja, bin ich, aber da kommt ein Aber. Ja. Ich weiß, dass es da ganz strenge Regeln gibt von der Firma her, dass wir, da muss ich mich nochmal genau erkundigen, weil eine, die hat immer Produkte bei YouTube dafür geworben und die musste alles löschen. Ja, ich weiß. Es gibt manchmal Firmen, die sind da sehr speziell. Da darfst du nicht viel Werbung machen. Hm. Mach dich da mal schlau, was darfst du letztendlich machen und was darfst du nicht machen? Und letztendlich, und wie kannst du Werbung machen, ohne Werbung zu machen? Ja. Ja, ich denke mal, wenn ich einfach nur erzähle, was ich vielleicht selber benutze oder sage, wie heute, weiß ich, einen guten Morgen mit Antiox oder irgendwie sowas. Genau. Ne? Wenn du zum Beispiel nicht sagst, welches Produkt das ist, möchtest du mehr erfahren, dann bitte ruf mich an. Genau, irgendwie so. Hier ist der frische Kick am Morgen, was auch immer. Ja, ich denke mal, sowas vielleicht kann man machen. Ich muss mich dann nochmal genauer erkundigen, welche Videos immer gelöscht werden mussten, was davon vorkam. Also die sind da, die wollen das halt nicht, die wollen eine einheitliche Werbung haben. Mhm. Was sind hier die unendlichen Möglichkeiten? Und auch da nochmal zu gucken, passt das alles auch für dich? Ist es, was wir vorhin auch hatten, ist das System leicht? Ist das Produkt cool? Und gibt es vielleicht noch irgendwas, was vielleicht noch ein größerer Beitrag wäre? Oder was auch immer, meine Liebe. Also die Produkte sind cool, das System ist wirklich leicht auch im Grunde. Also cool. Das Ganze ist so, also man versteht das gut, das ist auch, da stehe ich auch voll hinter. Nur ich finde halt immer, ich möchte ja auch gerne ein Team aufbauen. Und bin jetzt schon ein Jahr dabei und habe es noch nicht geschafft, einen dafür zu begeistern, der es aufmachen möchte. Weil alle sind dann immer, die haben irgendwelche Ängste und dann, nee, ich sage, es ist ja wirklich risikolos. Und ich weiß nicht, manche, die gehen los und die haben dann direkt zack, zack, Teampartner. Und ich denke, Und dann denke ich immer, es liegt an mir. Dann habe ich gedacht, vielleicht komme ich nicht gut rüber. Oder wie jetzt auch mit dem Video. Dann denke ich immer, oh Gott, jetzt alle meine Freunde denken, nämlich immer, jetzt ist er ganz durchgeknallt. Oder ach, jetzt hat, oder vielleicht, die muss es aber nötig haben. Oder siehst du, es klappt ja doch nicht. Edge. Bist du bereit, bewertet zu werden? Nein, im Grunde möchte ich nicht bewertet werden. Das ist einer der coolsten Access-Regeln. In dem Moment, wo du bereit bist, Bewertung zu empfangen, wirst du viel Geld machen. Okay. Bin ich bereit. Geil. Das war jetzt aber einfach. Nein, Gary sagt, bei jeder Bewertung, die du empfängst, gibt es 5.000 Euro im Jahr. Oh, cool. Und für jede, die du machst, kostet dich 10.000. Okay. Mhm. Und das ist auch so was, ich sage sogar, für jede, die ich empfange, kriege ich 15.000. Also ich mag das, ich spiele gerne so ein bisschen mit den Zahlen, weil wer lässt sich denn gerne bewerten? Was, wenn es nichts anderes wäre als eine interessante Ansicht? Ja. Und vor allem, wenn du sagst, naja, vielleicht bin ich ja nicht gut genug, dann hast du auch eine Bewertung über dich. Bist du willensbereit, all diese Bewertungen jetzt aufzulösen, abzuschwören, nur noch nichtig zu machen? Ja. Danke, Red and Run, Gutenberg, Pottenpark, Goal, 9 Shots, Boys and Beyonds. Red and Run, Gutenberg, Pottenpark, Goal, 9 Shots, Boys and Beyonds. Du bist doch, glaube ich, auch bei dem Red Voice Review dabei, oder? Nee, das ist ja der 31. und der 1. und ich muss am 31. Mittwoch muss ich arbeiten. Ich wollte mir den Introabend anschauen und dann hätte ich überlegt, aber es ist halt, Mittwoch ist mein langer Arbeitstag. Ja, dann musst du halt am 1. November kommen. Tut mir leid. Das geht. Das geht. Also das kriegen wir bisher, haben wir immer bisher gut hingekommen. Du kriegst einfach dann die Aufzeichnung
und darf dann am 1. November kommen. Spür für dich einfach nochmal rein, ob es für dich passt, ob es der größte Beitrag für dich ist, ob jetzt der Zeitpunkt ist, ob du Lust hast. Weil wir werden dann nämlich nochmal sehr intensiv einfach auch in den Right Voice View Kursen damit spielen, wie man Energie zieht. Wie man im Prinzip, also was ich ja beim letzten Mal auch schon hatte, der 50 Millionen Dollar Blick. Ich muss gerade mal schauen, ob sie heute dabei ist. Die liebe Simone. Ich sehe sie gerade nicht. Weil da hatten wir nämlich in Stuttgart den Sexy Walk gemacht und diese 5 Punkte eingeschaltet. Und sie hat dann 2-3 Wochen später erzählt, nachdem ging bei ihr die Post ab. Also wir werden ganz viele, mit ganz vielen Sachen einfach spielen, um wirklich noch mehr ja, das Business anzukurbeln, Teampartner zu gewinnen, Kooperationen zu gründen, was auch immer. Also da wird einiges los sein. Und wenn es vielleicht bei dir passt, setze ich da einfach nochmal mit der Sonja oder mit der Diana in Verbindung. Und dann kriegen wir da schon was hin. Ja, Sonja sehe ich ja jetzt am Mittwoch. Nur? Nur. Wenn ich mit ihr nochmal spreche. Ja, quatsch nochmal. Geht da einfach nochmal in die Frage, ganz neu, also für dich ganz alleine. Und da auch wieder erstmal alle Erwartungen wirklich zerstören und kreieren, weil ich habe Ansichten, du hast Ansichten. Und dann einfach nochmal in die Frage gehen. Ist es jetzt einfach, wird es dir einfach ein Beitrag sein? Aber wie gesagt, dürfte es dann auch am Donnerstag ist es, glaube ich, dann kommen. Ja, genau, Donnerstag ist der erste. Ja, Donnerstag, seit Mittwoch, Donnerstag. Also. Mittwoch, Donnerstag, genau. Cool. Ja, schaue ich dann nochmal. Ja, schau einfach, ob es passt. Ja, ich mache mir Gedanken drüber. Genau. Cool. Okay. So, habt ihr sonst noch Fragen? Ich weiß gar nicht, wie wir immer haben. Oh, ja. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Jessie, war das eine Frage? Also, warte mal. Okay. Was haben wir nur Echo. Was manchmal ganz gut ist. So. Und zwar, mir ging das genauso mit Network Marketing. Ich war der Meinung, oh Gott, nee, will ich nicht mehr. Ich hatte vorher auch ein Unternehmen, wo ich für mich ein paar Produkte hatte. Gesagt, nee, ich will nicht mehr. Vom Selbstbewusstsein, nee, erst recht nicht. Und ich habe für mich vor ein paar Monaten die Entscheidung getroffen, okay, ich probiere das nochmal. Und das war für mich die beste Entscheidung, weil ja, einige von euch auch im Network Marketing sind. Und ich sage nur, sucht es auf jeden Fall, wenn euch das Produkt gut tut, ihr euch damit verständigen könnt, euch einfach ja, inspiriert, versucht das, macht das. Nur so als Anregung und Motivation. Ja, ich kann nur sagen. Also, es war keine Frage, es war einfach nur so. Eine Mitteilung. Okay, jetzt habe ich hier noch ein paar. Wer war da noch? Hallo Elke, willkommen im Club, mir geht's genauso. Kerstin, willst du dazu irgendwas sagen? Kerstin? War das ein Nein oder war das ein Ja? Ich habe es nicht ganz verstanden. Du musst erst den Stöpsel ins Ohr stecken. Ja, was soll ich? Wieso höre ich dich nicht? Weiß ich nicht. Ah, nicht laut machen. Okay. Ja, ich kenne dasselbe Problem. Ich habe das, Probleme sind es ja nicht. Also ich habe das genauso wie bei Elke. Ich habe, im Network Marketing. Dass ich noch keinen weiteren gefunden habe, trotz Werbung am Anfang. Okay, und bist du bereit, liebe Kerstin, gefunden zu werden? Nicht zu finden, sondern gefunden zu werden? Sag, Mara, lass dich doch einen ab. Okay. Jetzt vielleicht schon. Ja. Alles, was du beschlossen hast, dass du jemanden finden musst und nicht der Pull sein kannst, der du wahrhaftig bist,
möchtest du mal alle Flüche, Schwüre, alte Gelübde, Gelöbnisse, Pakte, Bündnisse, alles, was du ein- und abgekauft hast, wie schwer das Ganze ist, dass ich das nicht schaffe und alles andere das schaffen, möchtest du das jetzt auflösen, abschwören, null und nichtig machen? Ja. Ja, danke. Right and wrong, good and bad, pot and pot, golden and shorts. Boys and beyonds. Und bist du bereit, weiß nicht, warum das kommt, walkie-talkie auf zwei Beinen zu sein und die Einladung zu sein, die du wahrhaftig sein kannst? Yes. Gut. Alles, was das hochholt, ist dir nicht erlaubt. Zerstörst und willst du das jetzt? Ja. Danke. Right and wrong, good and bad, pot and pot, golden and shorts. Boys and beyonds. Right and wrong, good and bad, pot and pot, golden and shorts. Boys and beyonds. Und schau einfach mal mit den Produkten. Ich glaube, es ist, glaube ich, auch Kosmetik, ne? Mhm. Nimm diese Sachen in die Hand und sag, hey, seid ihr bereit, mir jetzt zu helfen? Komm, was wird es brauchen? Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein können wir sein? Weil du trägst die ja auch auf, soviel ich weiß. Sodass wir wirklich die größte Einladung sind. Und das ist, was ich auch gemeint habe. Wenn, sobald ihr Produkt habt, ob das irgendwelcher so magnetischen Schmuck ist, ob das Düfte sind, ob das Kosmetika ist, ihr könnt die Produkte, das sind Entitäten, für euch mitarbeiten lassen. Ja. Hey, was wäre, wenn wir heute vielleicht oder diese Woche ein oder zwei Leute einschreiben? Jungs, ihr wollt doch Spaß haben, ihr wollt doch in die Welt hinaus, ihr wollt doch helfen, die Leute glücklicher zu machen. Dann hopp, gebt denen einen Auftrag. Und du merkst so, irgendwas passt nicht. Okay, was ist das gerade? Gehört es zu mir? Zerstörst und kreierst. Und sagst so, und jetzt aber Jungs, diese Woche, komm. Und dann schmierst du und sagst so, dann bist du irgendwann auch so. Das ist bei mir. Ah, okay. Kannst du es ausschalten? Ja, es war wichtig, aber. Ja. Und dann kannst du hergehen und kannst es wirklich zu deinem Vorteil für dich nutzen. Und wirklich sagen, hey, möchtest du ein Team aufbauen? Möchtest du den Vertrieb haben? Was hast du beschlossen, was Vertrieb ist und was Vertrieb nicht ist? Und was hast du alles als Verkaufen definiert, was nicht Verkaufen ist oder umgekehrt? Überall da, wo du schon verkaufst. Wenn wir rausgehen auf die Straße und lächeln, sind wir schon beim Verkaufen. Wenn wir irgendwas haben wollen von unserem Mann, unseren Kindern und denen was erzählen, sind wir schon beim Verkaufen. Und wie viele Ladung liegt auf das Thema Verkaufen? Sehr viel. Und was wir Spaß haben dürfen beim Verkaufen, was für ein Verkauf sexy ist. Aha. Du bist das Produkt. Zuerst verkaufen wir immer uns. Und unsere Produkte, die können uns beitragen. Denen können wir einen Auftrag geben. So, auf Suchauftrag. So, komm, lass uns jemand finden. Wie leicht darf es sein? Und alles, was in der Vergangenheit nicht jeden Tag die Beziehung zerstören und umkehren. Was heißt das? Dass im Prinzip alles, was da an Ladung drauf war, alles, was an Erinnerung drauf war, oh, wieder kein Abschluss oder wieder nichts verkauft oder wieder ist keiner gekommen. All das wirklich jeden Tag zerstören und umkehren, dass du wie quasi wie so eine Jungfrau aus dem Meer rauskommst und sagst, wie Langstrumpf so ein Stück weit auch so, was können wir heute erobern? Wen können wir heute einschreiben? Wen können wir heute für unser Business, für unseren Kurs gewinnen? Also wirklich so, wie leicht darf es sein? Sehr leicht. Und alles, was es dir nicht erlaubt, Kerstin, dass es noch leichter wird, dass du der sexy Walkie-Talkie-Verkäufer Produktleaderin, whatever bist, möchtest du all das auflösen, abschwören und nur nichtig machen? Yes. Danke. Right and wrong, good and bad. Cherie, setze deine Stimme ein. Die ist sexy. Ja. Setze deine Stimme ein. Die ist sexy. Und bist du bereit, die sexy Verkäuferin aller Zeiten zu sein, die du wahrhaftig sein könntest, wenn du dir es erlauben würdest?
Natürlich. Gut. Alles, was das hochholt und nicht erlaubt, zerstößen, grüße das jetzt. Ja. Danke. Red and Run, Good and Bad, Potten for Golden, Night, Shouts, Boys and Beyonds. Red and Run, Good and Bad, Potten for Golden, Night, Shouts, Boys and Beyonds. Und wichtig vielleicht auch zu deinen Produkten sagen, hey, pass mal auf, wir wollen jetzt bis Ende des Monats so und so viele Leute einschreiben. So. Ne? Oder fragst, hey, was ist denn jetzt in den nächsten 2-3 Wochen machbar? 1 oder 2 Leute? Welche, ich weiß nicht, ob du auch so ähnliche Auflagen hast, aber wie verrückt können deine Videos sein? Also, wie witzig können die sein? Und ich weiß, die können sehr witzig sein. Genau. Mhm, genau das. Ein bisschen üben. Nee. Ja. Genau. Genau, weil letztendlich ist es immer ganz witzig, wenn die erlauben, ein bisschen außergewöhnlich zu sein. Oder im Gegenteil, so ganz stocksteif. Weißt du, also was, wenn wir uns erlauben, außer der Reihe zu sein, unser Talent zu entdecken. Und ich bin mir sicher, wenn du im Kindergarten deine Kiddies bespaßt oder möchtest, dass sie aufmerksam sind, weißt du genau, was du zu tun hast. Denke ich schon, ja. Stell dir vor, deine Kunden, deine potenziellen Kunden, die möchtest du beeinflussen. Was müsstest du tun? Was wäre, wenn deine potenziellen Kunden deine Kindergartenkinder wären? Wie würdest du sie verführen, einladen? Wie würdest du mit denen spielen? Du weißt immer genau, was da zu tun ist. Was, wenn du dir auch erlaubst, genau, welche Frage könnte ich jetzt stellen? Oder was könnte ich jetzt sein oder tun, um den anderen in den Bann zu ziehen? Und manchmal ist weniger mehr. Was, wenn du durchs Nichts sagen, sondern einfach nur schüttelst, meilen oder vielleicht mal nur 1-2 Worte mit deiner sexy Stimme sagst, die Leute beziehst? Cool. Kerstin, was wäre, wenn du dir erlaubst, deine Stimme noch mehr zu spielen? Ja. Was wäre zum Beispiel, es gab vor vielen Jahren ein ganz geiles Video von irgendeiner Autofirma, von einer Automarke. Die haben wochenlang Werbung gemacht und du hast nichts gesehen. Das ist bestimmt schon 20, 30 Jahre. Du hast nichts gesehen, du hast nur schwarz gesehen. Und dann haben die mal ein bisschen was erzählt von dem Produkt. Was, wenn du zum Beispiel einen schwarzen Bildschirm hast und einfach nur durch deine Stimme was erzählst über dieses Produkt? Also, was ist das denn? Ja, was hat sie denn da? Neugierig machen. Und deine Stimme werden lassen. Als Beispiel. Was sind ja die unendlichen Möglichkeiten, die du bisher außer Betracht gezogen hast, nicht eingeladen hast? Alles, was du hochholst, ist nicht erlaubt. Möchtest du das jetzt verändern? Zerstören und kreieren, meine Liebe. Ja. Ach, danke. Right and wrong, good and bad, pardon for girl, nine shots. Das ist schon zum zweiten, zum dritten Mal, wo die Kerstin sich zeigt. Mutig wird, mutiger wird. Cool, genial. Ja, das Video mit Dagmara, das hat mir heute Mut gemacht. Cool. Wie wird es noch besser als das? Ja. Und du hast es so toll gemacht. Hallo. Mega. Was, wenn wir erlauben, unsere Großartigkeit zu leben? Ja. Was, wenn wir bereit sind, das wirklich zu entfesseln, zu entdecken? Und das ist zum Beispiel einer der großen Schätze, was Right Voice for You hat. Wirklich das zu entdecken, was in uns schlummert. Und uns nicht für das, was wir vielleicht nicht können, falsch zu machen, sondern einfach wirklich das zu entdecken, was in uns ist. Oh. Mhm. Yes. Yes. Cool. Ihr Lieben, wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Ich danke euch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Was man mit Right Voice for You, mit Multilevel Marketing, mit Kaufen, mit den Energien machen kann, mit den Fragen machen kann. Und ja, ich freue mich, euch zu
zu sehen oder von euch zu sehen, was zu hören, was zu lesen. Habt ganz viel Spaß mit den genialen Access-Tools, mit euren Produkten. Und ja, bis demnächst in diesen Tagen, ihr Lieben. Danke! Bitte!